Im heutigen FAQ-Video geht es darum, ein paar wichtige Grundinformationen speziell über Schichthöhen und Infill zur Funktionsweise von FDM-3D-Druckern zu vermitteln. Egal, ob du jemandem einen Druckauftrag geben willst oder selber einen 3D-Drucker hast, dieses Video wird interessant sein für dich. Es gibt verschiedene 3D-Drucktechnologien. Ich spreche hier über FDM, da ich selber mit solchen Druckern arbeite. Andere Typen wären zum Beispiel SLS, SLA oder PolyJet. Zur Funktionsweise von FDM-Druckern. FDM steht für Fused Deposition Modeling oder nach Wikipedia zu Deutsch Schmelzschichtung. Wie der Name schon sagt, wird dabei sogenanntes Filament geschmolzen und aufeinander geschichtet. Das Filament ist normalerweise auf Spulen aufgerollt und hat einen Durchmesser von 3 oder 1,75 mm. Die am meisten verbreiteten Materialien sind PLA, PETG, TPU und ABS. Einer der wichtigsten Parameter ist die Schichthöhe oder in Englisch Layer Height. Diese wird in Mikrometern angegeben und hat schon oft zu Fragen beim Drucken von Druckaufträgen geführt. 1 mm ist 1000 Mikrometer. Da der Drucker Schicht für Schicht aufträgt und somit das Objekt von unten nach oben aufbaut, führt eine kleinere Schichthöhe zu einer besseren Druckqualität, erhöht jedoch auch die Dauer des Druckes. Welche Artefakte bei verschiedenen Schichthöhen entstehen können, zeige ich dir nun mit folgenden Makroaufnahmen. Bei allen Bildern ist links ein Beispiel für Flächen mit 90, 60, 45, 30, 10 und 5 Grad Steigung und rechts eine Marlin-Figur mit Rundungen zu sehen. Um die Qualitätsunterschiede zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen und Farben hervorzuheben, habe ich links Silber verwendet, mit dem die Kanten sehr gut auffallen, und rechts PLA Natur, mit dem durch seine Halbtransparenz schon viele Schichtenprobleme verschwimmen. Im ersten Bild sehen wir die Objekte mit 50 Mikrometern Schichthöhe, dann mit 100, 200 und schlussendlich mit 350 Mikrometern. Besonders auffällig ist die Veränderung bei der 5 Grad Steigung. Bei 50 Mikrometern besteht diese ca. aus 18 Schichten, bei 100 aus 9, 200 noch 4,5 und schlussendlich bei 350 Mikrometern aus nur noch 2,5. Wenn man hingegen die steileren Steigungen vergleicht, sind die Unterschiede viel kleiner. Beim Druck der Marlin-Figur habe ich die Druckzeiten verglichen, die eine klare Sprache sprechen. Von über 2 Stunden bei 50 Mikrometern senkt sich die Druckzeit auf unter 20 Minuten bei 350 Mikrometern. Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen. Die meisten Prints finden in 100, 150 oder 200 Mikrometern statt. 50 Mikrometer wird normalerweise nur für Figuren mit besonders schönen Rundungen auf der Oberseite, 350 Mikrometer dagegen für Prototypen verwendet. Ein weiterer Faktor beim Drucken ist der sogenannte Infill. Ich werde oft gefragt, ob die Objekte gefüllt oder hohl seien. Beides ist richtig. Die Objekte werden mit verschiedenen Mustern gefüllt, um eine möglichst hohe Stabilität zu erreichen und trotzdem nicht unnötig Material und Zeit zu verbrauchen. Bei der von mir verwendeten Slicer-Software, die heißt Slicer, welche die Objekte in Schichten schneidet und den Druck für den Drucker aufbereitet, ist Cubic der Standard. Dieses Muster verstrebt das Objekt in allen drei Dimensionen. Zusätzlich wird neben dem verwendeten Muster ein Prozentsatz angegeben, mit welchem das Objekt gefüllt wird. Hier siehst du 10, hier 20 und schlussendlich noch 30% Infill. Mehr als 40% wird eigentlich nie verwendet und wenn nichts Spezielles definiert ist, ist 20% normal. Ich habe noch ein paar weitere Infill-Muster gedruckt, wie zum Beispiel die Hilbert-Kurve, Quadrate, welche nach unten nicht verstrebt sind, oder auch ein Wabenmuster, das ebenfalls nicht nach unten verstrebt ist. Diese Muster werden nur verwendet, wenn sie sichtbar sind, da es keine strukturellen Vorteile bietet.
Ich hoffe, dieses Video war lehrreich und interessant. Und wie immer, falls du Fragen oder Kommentare hast, darfst du diese gerne in den Kommentaren unten deponieren. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.